Leute, und herzlich willkommen zu Let's Talk About Our Stimmbruch. Ja, Marcel kriegt hier so ein bisschen durch das Minecraft-Museum. Okay, ich hoffe, dass Julia jetzt nicht zu leise ist. Ich habe ein bisschen lauter Okay. gestellt. Ja, gut. So. Wie im vorigen Video, was ihr unbedingt anschauen müsst, sonst versteht ihr dieses Video nicht. Und zwar, ich wollte noch sagen, in der 7. Klasse war es, glaube ich, noch. Da haben wir über den Stimmbruch geredet, gell? Also, jugendlich und so erwachsen werden, da wird eben bla bla bla. Und als die, als sie über den Stimmbruch gelabert hat, gell, hat die Lehrerin mich so sau komisch angeguckt, so als, ja, du bist voll der Außenseiter, bist du im Stimmbruch. Alter, in dem Moment, der hat mich so verarscht gefühlt. Aber ich war 2 Wochen später eben Stimmbruch, also scheiß drauf. Oder, nee, und was ich jetzt noch sagen wollte, ich bin, ich glaube, ich bin immer noch drin und nicht fertig. Also habe ich das Gefühl. Alter, WTF. Man kann Bilder in Minecraft einfügen. Scheiße, guck mal kurz, Bildschirm. Ich guck die ganze Zeit. Siehst du das? Ja. Meine Fresse. Was meinst du dazu, was ich gerade gesagt habe? Ich weiß nicht. Ich bin ganz schlecht und sowas. Ich denke, dass ich fertig bin. Es müsste irgendwie sowas geben, so Stimmbruch des Saal. Ich suche jetzt gleich mal danach. Aber jetzt nicht. Doch. Soll ich es machen? Na, ich suche jetzt. Ja, ich nehme doch auf, das ist doch cool daran. Okay, ja. Stimmbruch. Test. So. Und merke, wann ich nicht bin. Warte mal. Lesen wir mal. Frage trifft Antwort. Quiz. Was bricht im Stimmbruch? Ach, was bricht beim Stimmbruch? Alter, WTF! Ey, Juli. Juli. Ja. Wann merke ich, dass ich im Stimmbruch bin? Weißt du, was jemand geantwortet hat? Ja. Wenn du Lieder von Bee Gees nicht mehr mitsingen kannst, ohne dass Blumentöpfe in deine Richtung fliegen. Warte, mach mal. Stay alive, stay alive. Okay. Stay alive. Ich kann es immer noch. Scheiße. Shit. Bravo, die Jungs! Habe ich mir noch mal geguckt. Wo sind denn nackte Männer, ey? Dr. Sommer Hey. Spezial. Bist du schwul? Test dich, Punkt. AG 1, wie findest du den Lippenstift von? Kenne ich nicht. Wie findest du Britney Spears? Die ist geil, diese Titten, boah. Was ist dieser Lüster, wenn du weggehst? Ich bin der Geilste, ich hab ne Hugo Boss und so, weißt du? Rasierst du dich? Ja, wohl auf jeden zweiten Tag. Wie findest du Brad Pitt? Mit dem würde ich gerne mal ins Bett. Was hast du für eine Stimme? Bin ein Opernsänger. Ich hoffe, ich kommt da schwul raus. Warte mal, mit wem kannst du dich identifizieren? Sieht ja wohl nicht Loch auch so schwul. Geil. Denkst du, dass du schwul bist? Meinst, ey, Nein, hoch mit warte mal, Ferienachse. Marcel, mein Sohn im Stimmbruch, Forum Go Feminin. Ich komme jetzt wieder zum Thema zurück, Juli. Warte. Juli? Ja, ich hör zu. Was darfst du sagen jetzt? Nö, du bist dran, hast nicht viel. Also ich muss das nochmal erwähnen mit Weihnachten, tut mir leid. Muss einfach nochmal sein. Das kann ich sogar genau erzählen. Es war vor 3 Jahren. Drei, zwei. Weiß gar nicht. Entweder das war 2010 oder 2011. Ich glaube 2011. Da kam so meine Familie, also Familie, immer so Weihnachten zusammen, ne? Da waren die so ein bisschen. Und dann wurde ich gefragt, wann ich in den Stimmbruch komme. Da war ich erstmal todtraurig. Und ja, seitdem habe ich mir so jedes Jahr gehofft, beim nächsten Weihnachten bin ich hoffentlich mal im Stimmbruch. War es nie. Wie gesagt, immer todtraurig gewesen. Und ja. Und dann, letztes Jahr war es soweit. Und es Und ist. da, ich muss meine Geschichte auch nochmal erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier vorhin erzählt habe. Und zwar, bei mir war es so, ich bin der Einzige, der meine Klasse nicht im Stimmbruch war bis jetzt. Oder ich glaube, ich bin immer noch nicht kommen draußen, aber scheiß drauf. Hör dich, Chef. Na, auf jeden Fall. Ja. Boah. Was denn? Boah, wow, laut.
Was Boah, du auf denn? jeden Fall. Ich habe gerade was nachgeguckt, der kam auf einmal das Video. Und ich, ja, da habe ich, da gab es ein Video, auf das hat wenig so nicht so ganz komisch angehört habe. Das war, da hatte ich so ein Kratzen im Hals, das ging halt wieder weg, war nichts Besonderes. Da hatte ich das eine Woche vor den Sommerferien noch. Das weiß ich genauso. Und ich komme so, ich stehe so von Freitag auf, denkst du in mich hinein, bla bla bla. Mein Vater, meine Mutter sagt so, morgen, Ju. Ich sag, morgen, Mutter. Ich sag, bist du irgendwie im Stimmbruch oder so? Keine Ahnung, warum. Die Stimme hört sich tiefer an. Und wenn ich zu Verwandten gehe oder so, die sagen immer, boah, ist jemand da tief geworden. Tief, tief. Ich finde Steve. mich überhaupt nicht. Weißt du, zu mir wurde das eigentlich nur von meinen Klassenkameraden gesagt, von meiner Familie. Meiner Familie ist es nicht mal wirklich aufgefallen. Aber meine Familie sagt mir jedes Mal, dass ich voll groß geworden bin. Ohne Witz, ich war mal der Kleinste in meiner Klasse. Bin jetzt der Jüngste und bin fast einer der Größten. Bin Ich größer wie bin der Mehmet. Ält ich bin der Älteste und dann der Größte. Bist der Deswegen. Älteste? Echt? Ja. Nee, der Viertälteste. Wollte schon sagen, ich bin nicht auf, ey. Weißt du, wer der Jüngste ist? Wie man sieht, sieht man auf diesem Bild sehr viel. Weißt du, wer der Jüngste aus unserer Klasse ist? Ein Italiener. Scheiße, Tacken, ey. Nee, das ganz halt voll lustig drauf. Was gibt's noch zu erzählen? Ja, wie gesagt, ich wurde damals halt voll viel so, ihr wisst, das Übliche, wenn man so TS ist, und dann eher so Scheiße labert. Komm, erstmal einen Stimmbruch. Und Und das habe ich auch. damals, Ich finde es auch warte, so. damals, als ich diese Stimmbruch noch nicht hatte, habe ich mir felsenfest vorgenommen, dass ich nie so einer werde, und das bin ich nicht. Ich habe eigentlich noch nie jemanden wegen seiner Stimme verurteilt. Ja. Nur ich finde, wenn man irgendwie so klingen sollte, sollte man keine Let's Plays machen. Was ich damals gemacht habe, leider. YouTube war Neuland, also komm. Na, auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Oh, das ist ein bestes Haus der Welt. Ja. Ich wollte. Ich würde auch noch was sagen. Ich wollte irgendwas sagen. Ich hab's vergessen. Schon Ach wieder. genau. Ich verstehe doch nicht damals, wie Toni, Mehmet oder Markus mit uns Let's Plays gemacht haben. Ich verstehe die nicht, unsere Stimmen, Alter, die waren so Wie, hoch. wer, was, Toni Markus? Toni, Markus und Mehmet. Weiß nicht, damals, Unsere ja. Stimmen waren so hoch. Und die haben es trotzdem gemacht. Ja, Freunde halt, ne? Ja. Aber, noch mal schon. Boah. Ist jetzt schon komisch, ne? Weißt du, welche Map wir gleich mal zocken können? Um 1. Sag's mir später nach der Aufnahme, okay? Ja. Was gibt, also, Stimmbruch. Ich hab's. Hast du schon mal jemanden wegen seiner Stimme so beleidigt? Nee. Nicht? Ich auch nicht. Aber weißt Außer wenn so eine Person mir du, richtig auf die Eier geht. weißt du was? Ich muss. Ich habe, ja, egal. Der andere Sag. Marcel, den ich jetzt nicht kenne, also den du jetzt nicht kennst, ne? Also den hast du schon mal gehört, aber als er vor 4, 6 Monaten das letzte, das da war. Also das letzte Mal war ich bei ihm auf dem Geburtstag im Dezember. Und dann kam er im Februar zu mir. Juli, bist du gerade ganz an der Metze dran? Du weißt, wie ich das mein Headset beschrieben habe. Scheiße, weil es bummt so. Ich weiß nicht, ich sag ja, egal. Red weiter. Na, auf jeden Fall. Ne, ich rede auch gerade leise. Ey, der hat sich so tief angehört, ich dachte, ich falle vom Stuhl, Alter. Bin ich aber nicht. Weiß nicht, ich habe einen Vorsatz gehalten. Ja. Ja, weißt du was? Ich lese jetzt ein paar Sachen zum Stimmbruch vor. Let's Play Forum. Wann komme ich in Stimmbruch? Stimmentest. Das Video ist nicht verfügbar. Fass mal deinen Hals, hast du so eine Kugel? Nein. Hä?
müsstest du eigentlich haben? Wo genau am Hals? Ja, fast tast einfach deinen Hals ab. Jetzt kommt immer darauf an, in welcher Tonlage du sprichst, dann bewegt sich die Kugel. Sagen wir so, in der Mitte steht sie normalerweise. Ja, warte mal. Was wollen wir hier? Warte. Wenn du noch am Anfang der Stimmbruch bist, kannst du ein bisschen fester reindrücken. Au. Ja, nicht dich erwürgen. Ah, ja, aber erst wenn ich fest reindrücke. Na, dann kommst du langsam. Siehst du? Ey, weißt du, was ich mir gerade so denke? Marcel. Ja, ich hör zu. Ich denke mir gerade so, ich, ja, also meine Stimme ist ja tiefer als vorher, aber wenn ich gerade erst mal am Anfang bin, Alter. Vielleicht bleibt er noch Irgendwas über so. den Stimmbruch. Nein, das lese ich jetzt mal vor. Zum Jubeln. Ungefähr im Alter von 9 Jahren beginnt der Kehlkopf zu wachsen. Dadurch verdoppelt sich die Länge der Stimmbänder. Und in diesen viel längeren Stimmbändern haben natürlich einen ganz anderen Klang. Deutlich hörbar wird es meistens im Alter von 12 bis 15 Jahren. Der Grund für diese Veränderung sind die männlichen Hormone. In der Pubertät produziert der Körper viel mehr von diesen Hormonen, die die Stimme tiefer werden lassen. Auch bei Mädchen wird eine geringe Menge von männlichen Hormonen produziert. Okay, wie ihr hört, wird Juli gerade immer leiser. Deshalb kommen Mädchen auch in den Stimmbruch. Doch ihre Stimme senkt sich dabei viel weniger als bei den Jungs. Ein Stimmbruch bei Jungs vorübergehend eine raue, kiksende, manchmal unkontrollierbare Stimme bekommen manchmal etwa nur jeder fünfte Junge durch. Was? Den Stimmbruch bei den Jungs vorübergehend eine raue, kieksende bekommt manchmal macht nur etwa jeder fünfte Junge durch. Bei den anderen verändert sich die Stimme nach und nach über etwa 4 bis 5 Jahre, bis sie endlich von der kleinen Stimme zur Erwachsenen verändert hat. Kein Junge hat den Einfluss darauf, wie lange es dauert. Welcher Typ bist du? Wo es so ein bisschen länger gedauert hat, oder? Meinst du jetzt von der hellen bis zur tiefen Stimme? Ja, also ich bin der Typ, bei dem man es voll gehört hat. Bei mir Olympia. auch. Ich kann es dir nicht sagen, wie lange es gedauert hat. Ich habe eine unkontrollierbare Stimme. Beim Sex erwischt. So, Juli, jetzt die Masterfrage. Willst du sie beantworten oder willst du nicht beantworten? Beantwortet. Du bist dir sicher. Ja. Kannst du wichsen? Das beantworte ich nicht. Also nein. Ich beantworte das nicht. Das geht keinem was an. Was hat er antwortet sie? Vielleicht, Du sagen hast wir. gesagt, nein, danach darfst du mich auch eine Frage fragen. Ja. Wo weißt du Boah, ich hasse dich dafür, dass ich das jetzt beantworten Frag mich auch musste. was. War es dir peinlich, damals über den Stimmbruch zu reden? Ob es dir peinlich war? Ja. Man hat sich ein bisschen unwohl gefühlt. Ja. Weil, ja, der Stimmbruch ist so, und da kann mich das so, ja, das kann schon sein. Also, als ich in den Stimmbruch kam, so, ja. Es war halt so, damals, kann ich auch nichts dafür. Guck dir später mal bitte an, was ich dir geschickt habe. Also, ich sage jetzt zum Beispiel mal Ciao. Okay, ich sag dann auch schon, das war's mit diesem Video. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal sowas. Und dann bleibt noch zu sagen, haut rein, Leute, bis dann, ciao.